Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die zusammen mit meiner wundervollen Frau. Hallo. Im Graben. Also Ja. in unserem Graben, nicht in irgendeinem Graben. Wir haben uns überlegt, wir haben draußen ja gefühlte, was haben wir, 30.000 Holz bestimmt, oder? Dürfte hinhauen, ja, was wir da rausgeholt haben an den Bäumen. Genau. Und da haben wir uns überlegt, dass wir das Ganze mal in unseren Graben investieren. Denn ich weiß gar nicht, nach Adam Riese und Eva Zwerg, wann ist die nächste Welle dran? Ich glaube 2 Tage. 2 Tagen? Ja. Und unser Graben sieht ja immer noch aus wie ausgebuddelt und nicht fertig gebaut. Und ja, du bist aber schon ein ganzes Stück weitergekommen. Ja, das stimmt, das stimmt. Wobei wir im Moment das Hauptaugenmerk halt auf diese Schießscharten-Funktion gelegt haben und gar nicht mal so auf den Weg. Und jetzt eigentlich erst so auf den Trichter gekommen sind, dass wir den Weg auch mal ausbauen könnten, sodass die Schießscharten dann auch ihre Funktion erfüllen können, weil ansonsten sind die doch ein bisschen sehr tief. Wobei, habe ich die eigentlich falsch gesetzt hier? Warum? Hätten die einen tiefer gemusst? Nö, oder? Nee, das dürfte noch hinhauen. Zumal hier ja auch überall die Spikes reinkommen. Also du musst dich hier erstmal nicht hinstellen. Oh. Oh, brauchst du mich? Nö. Wo? Klingt, als würden die drin sein. Oder? Ja. Die sind tatsächlich drin. Wie in Gottes Namen sind die da reingekommen? Vielleicht drin gespawnt, weil wir draußen sind. Ich habe hier 5 Stück bei mir. Hä, wo sind die jetzt raus? Hä? Hä? Davon manchmal will das Spiel einen verarschen. Nee. Aber auch nur manchmal. Die müssen irgendwo. Haben die sich von hinten irgendwo ein Loch gebuddelt? Keine Ahnung. Es kann auch sein, dass die drinnen gespawnt sind. Jetzt, weil wir hier draußen sind, weißt du? Ah, das glaube ich nicht. Hast du die Treppe da vorne zugemacht? Ach, weil du hast sie versetzt. Ich habe sie versetzt, ja. Okay. Hab sie noch offen gelassen, dass wir durchkommen. So, wo war ich jetzt eigentlich gerade stehen geblieben, bevor die uns abgelenkt haben? Mit den Schießscharten hast. Ach so. Passen. Ja, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass die hier vielleicht zu niedrig sind. Zu hoch sind, meine ich. Weil die an den Seiten niedriger haben, aber... Stimmt, da wollte ich gucken gehen, das war's. So, dann nehme ich mal hier so ein Block und dann wollen wir das testen wir das doch. Da dachte ich gerade, die wären hier durch, aber nein. Ja, die sind tatsächlich da vorne an der Seite einen höher. Okay. Ach Mist, ich dachte, ich hätte sie passend gesetzt, aber in dem Falle habe ich sie tatsächlich einen zu hoch gesetzt. Das heißt, du kommst da an Gretchen nicht ran. Doch, doch, aber du bist halt mehr auf Kopfhöhe als auf der Bein- bzw. Brusthöhe, wie es jetzt hier an den anderen Seiten ist. Ja gut, ist ja nicht so schlimm. Nee, ich habe festgestellt, dass, also bei der letzten Welle war das so mit der Schrot zum Beispiel. Dadurch, dass du die Schießscharte so hast, dass du denen quasi mehr oder weniger in Anführungszeichen die Füße wegballerst, sind die doch sehr eingeschränkt in ihrer Bewegungsmotorik, wenn du ihnen die Füße wegballerst. Ja, das stimmt. So, wo sind die rein? Nee, nirgends. Ich habe noch keinen Eingang gefunden bis jetzt. Achso. Ich denke mir gerade, was ist das für ein Laserstrahl? Das ist mein Aber Superkanone. Apropos Laserstrahl, pass mal auf. Hast du das? Wo hast du das? Ich habe ein Laserzielvisier. Warum was hab mir ich aber das nix, nicht? Was mir aber nichts bringt, weil wenn ich das drauf habe, kann ich das Laserzielvisier anmachen, aber nicht mehr meine Lampe. Wenn ich meine Lampe anhab, sieht man das Laserzielvisier nicht mehr. So gut.
Okay, na gut. Also, du kannst es theoretisch haben, wenn du willst. Nö, dann will ich es auch nicht. So, jetzt muss ich mal gucken, wie viel Munition hier drin ist. Und hier drin? Ach, da. Ja, die Junk Turrets sind eigentlich wirklich hinfällig. Wir brauchen halt noch 9mm Munition für die beiden anderen Automatikgeschütze da oben. Wir haben ja neue Automatikgeschütze in der Ecke, von der die Zombies immer kommen. Wahrscheinlich bei dieser Welle kommen sie wahrscheinlich genau aus der anderen Richtung. Jetzt haben wir die eine Ecke verstärkt und jetzt denken die sich so, haha, wenn ihr das verstärkt habt, dann nehmen wir halt da vorne die andere Ecke. Die ist ja, auch irgendwann schön. Ist alles verstärkt, da können sie sich nicht mehr aussuchen. Das stimmt. Juhu, Gretchen, komm mal her. Bis? Ah, jetzt rennt sie da vorne rein. Du bist doch doof. Nein, nicht da lang. Ja, die haben da schon so. Die suchen sich immer ein, zwei Blöcke aus und da gehen sie dann kontinuierlich ran. Das stimmt. Aber das macht ja auch Sinn. Weil sie wollen ja über kurz oder lang auch rein. Hä, wo sind die jetzt hin? Kann es sein, dass die da aus deinem Superloch einen Weg haben? Weil die ist da rein und ist weg. Die ist irgendwo drin. Außerdem ist hier hinten ein Eingang. Die haben hier bei dem hinteren Bereich ein Loch reingehauen. Hast du sie gefunden? Alter, tauch noch mal direkt hinter mir auf. Ja, du musst hier draußen Superloch und direkt daneben, da ist ein Eingang für die. Superloch klingt sehr abwertend. Ja. Das klingt sehr abwertend. Das finde ich nicht nett. Ich habe doch gesagt, das ist super. Hallo, Big Mama. Wow, ich erledige Big Mama mit einem Schuss aus der Schrot. Der ist gerade über den Boden auf mich zugerutscht und hat mich angegriffen. Je. Ja, der war eigentlich schon tot bei mir optisch. Wir brauchen... Ich darf es nicht sagen, Leute. Wenn ich immer zu meiner Frau sage, ich brauche Betonmischung und Pflasterstein, irgendwann mal erschießt sie mich einfach aus Prinzip, damit ich meine Klappe halte. Und dass ich permanent frage. Ah, hast du hier hinten schon was reingesetzt? Wo rein? Ich habe das Loch von ihr. Auf der anderen Seite war ich noch nicht. Da gehe ich gleich hin. Ich will eben hier den Boden reinsetzen. Ja, hier sollte es noch reinsetzen. Aber hier auf der Seite, wo ich jetzt gerade bin, brauche ich Betonmischung für die Wände, um die wieder... Da sind einige ein bisschen beschädigt. Die würde ich halt gerne noch vorher wieder zu spachteln quasi. Ja, ich bin schon am Marsch. Oh Gott. Es nimmt kein Ende. Und die Blöcke, die ich hier habe, die reichen, glaube ich, noch nicht mal. Also für hier, für in dem Graben auf jeden Fall schon, aber nicht für die Wände. Wir müssen ja hier einmal außenrum, kommt hier noch eine Wand? Dass wir so einen schönen Graben haben, der dann voll mit Spikes ist. Im Optimalfall ist der irgendwann mal auch bis oben hin gefüllt mit Spikes. Das heißt, die fallen rein und fallen quasi so durch die Spikes und werden quasi zerschlitzt. Ja, zerschlitzt. Ja. So ist der Plan. Also brauchst du jetzt? Immer. Moment. Guck mal, ich habe lehmige Erde. Bruchsand? Nein. Gut, brauchst du noch Holz? Ich habe in der Tat noch 3000 Holz. Sehr schön. So. Jetzt machen wir erstmal hier Stahlbetonsteine fertig, die wir hier noch eingesetzt haben. So. Das läuft. Dann verstärken wir mal die Schießscharten.
So. Wer hat eigentlich die Tür aufgelassen? Das war der Ralf. Hast du? Das ist doch eine Ulknudel. Warum lässt er denn die Tür auf? Keine Ahnung. Gretchen, stopp! Nicht in den Graben gehen. Du warst schon wieder mit einem Hai auf dem Weg in den Graben. Hai, hai, hai! Nein? In der frische Zement treten, ne? Ja, echt. Mit so einem Hai, hier ist ein Fußabdruck. So, also der Graben hier vorne ist ja schon... Ja, unter dem Tor sieht das diesmal mit den Holzbikes eher sehr gut aus, ja. Komme ich da ran, ohne dass ich da rein muss? Tatsächlich, okay. So. Aber da unten... Habe ich da nicht einen Block reingesetzt? Bist du gerade bei dem Durchgang hinten? Ich bin jetzt gerade bei dem, wie du es so schön beschreibst, super tollen Loch. Ja, da musst du auch mal reinschauen, ob die da nicht irgendwo durchkommen. Ansonsten daneben, an der obrigen Fläche, da ist ein kompletter Durchgang. Da könntest du noch eine Leuchtreklame mit rüberhängen. Vielleicht mache ich das? Ja, mach mal. Ja, ist, ach, da! Der war auch vorhin noch nicht. Nee, den haben sie sich selber gebaut. Das sind auch Architekten. Gut, dann wird das Ganze jetzt mit Stahlbeton hier verstärkt. Also so nicht, ne? Wenn der Tine Wittler ums Eck kommt. Ja, echt. Oh, das wäre, glaube ich, nicht so gut, den zu verstärken. Aber wir könnten hier trotzdem da, so den nochmal. Oh ja, hier ist auch noch einer, der sehr bestätigt ist, so. Also mit dem Hammer ist das irgendwie unleidig hier. Ich verstehe. Ich muss gerne mal gucken. Aber ich glaube, wir müssten die eigentlich herstellen können. Was? Ein... Hier. Schussding. Ein was? Die Nagelpistole, die ich habe. Ich glaube, die können wir bauen. Bin mir aber nicht 100% sicher, aber müssen wir mal gucken. Aber ich glaube, die können wir bauen. Ich glaube, ich habe die aber gefunden damals. Ja, aber ich glaube, du kannst sie finden und bauen. Ich glaube, es geht beides. So, muss ich mal gucken. Da unten haben sie sich auch ein bisschen... Ja, dann machen wir das doch mal. Wo habe ich die denn da? Ich guck noch mal, was ich dir an Zement liefern kann. Ich habe jetzt, glaube ich, 2 oder 3 Öfen laufen. Oh, das ist gut. Ja, geschmiedetes Eisen habe ich, glaube ich, auch hergestellt. Da können wir dann vielleicht noch ein paar Eisenspikes machen für die Hinterseite. Genau. Na, die ist schon wieder da. Sie war da. Sie macht gerade ihr Loch zu. Wollte sie sich wahrscheinlich gerade beschweren, weil sie wahrscheinlich nachher im Hellen, weißt du, wollte sie zu Besuch kommen. Ja. Ist ja so doof, weißt du, die Gofel kommt ja nicht im Dunkeln, ne? Die kommt ja dann im Hellen vorbei. Ja. Läuft mit so einem Hi auf dich zu. So. Aber dieses Loch werde ich dann unten, weißt du, ich mache gerade das Loch zu. Das Loch, oder mein super tolles Loch, wie du es bezeichnest. Das machst du. Das werde ich dann, ja, das werde ich dann von unten ausbauen und werde es dann oben wieder aufmachen. Weißt du, so kann ich in Ruhe da unten drunter weiterbauen. Ach so, machst du das. Ja, dann mache ich da eine große Falle draus. Jetzt machen wir es erstmal zu, weil zu ist zu. Aber muss dann aber drüber schreiben, Falle mit Leuchtreklame. Ja. Und ich wette mit dir, die fallen trotzdem rein. Oh, 310 Betonmischung. Dankeschön. Aus ich 10 weg. Au. Au.
Ja. Jetzt haben wir doch aber gleich hier. Sieht so langsam richtig schick aus hier, du. Gelle? Langsam wird es eine Betonfestung. Soll ich jetzt noch so ein paar Spikes machen? Ja, Spikes auf jeden Fall. Ich habe ja auch noch welche im Inventar. Aber Spikes brauchen wir auf jeden Fall. Ich mach nochmal 200. Ja. Sind wir großzügig. Sind wir richtige Gönner, sind wir, wa? Ja, wobei, der Boden ist gar nicht mal so wichtig. Wichtig sind mir eigentlich persönlich die Wände. Ich meine, wir werden ja bei der Welle sowieso den Boden auch selber beschädigen, ne? Wenn wir draufschießen von oben, treffen wir ab und zu mal den Boden. Ja. Ist halt so. Sieht aus wie so aber, ein Todesgraben. Ja, so soll es ja auch sein. Genau das soll der Graben sein. Mhm. Der soll die töten. Aber, liebe Lüt, das soll es auch schon wieder mit der heutigen Folge gewesen sein. Wir sagen vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würden uns natürlich freuen, wenn ihr bei uns beiden ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Und dann wünschen wir euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut und sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.